So, das ist mein Kürbis um die Mittagszeit. Ich glaube nicht, dass der nicht genug Wasser hat, sondern dass der, wenn die Blätter runterhängen, dass es eher so ein Schattenschutz sein soll, denke ich. Der hat sich am Anfang gar nicht gut gemacht. Irgendwann wurde dann endlich mal 4 oder 5 Früchte habe ich dran. Aber warum überhaupt so wenig, wenn man bedenkt, dass ja überall ja Blüten dran waren? Und zwar, meine Freundin sagt, das sind die männlichen Blüten, die so lange Stiele haben, dass sie einfach abfallen. Ich hatte eher das Gefühl, dass die Nacktschnecken mir diese länglichen Blüten alle abfressen. Ich glaube, weil die eben hier oben runtergefallen sind, ja, hier überall liegen die Blüten rum. Also irgendeine Nacktschnecke scheint hier noch durch die Gegend zu rennen. Hier hat sich mal wieder ein kleiner Kürbis, ist auch schon abgebrochen. Okay, hat sich auch erledigt. Also überall sind hier die Blüten abgefressen worden. Normalerweise müsste ich hier 20 Kürbisse dran haben. Hier überall abgefressen. Ist das bei euch eigentlich auch so? Ich bin hier schon salzen gegangen. Hier wieder eine Blüte. Also überall liegen diese Blüten rum. Kann ich richtig zugucken. Die Blüte wird wahrscheinlich morgen auch nicht mehr dran sein, abgefressen. Hier liegt wieder eine rum. Also, dass hier überhaupt noch Kürbisse gewachsen sind, das ist wirklich erstaunlich. Da sind wahrscheinlich die Schnecken nicht so schnell hinterhergekommen, weil die ja doch sehr lang sind, die Arme. Hier liegen wieder Blüten rum. Hier liegt wieder eine abgefressene Blüte. Also ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass es Männchen sind, die dann irgendwann abfallen, sondern ich kann mir nur vorstellen, dass es die blöden Schnecken sind. Überall liegen hier die Blüten. Geht euch das übrigens auch so? Das würde mich wirklich mal stark interessieren. Und ich habe hier schon extra mit Absicht alles trocken gelassen, weil die nämlich nicht gerne über so trockenes Gebiet laufen. Hier irgendwo ist der Anfang dieses Kürbisses, kann man nicht sehen, weil alles zugewuchert ist. Da habe ich natürlich auch wieder Hornspäne reingemacht, ansonsten ist da nicht so viel drin. Ein bisschen Abfälle im Herbst und im Winter reingeschmissen. Das heißt ja immer, der Kürbis, der ist so, der zehrt so gerne und braucht so viele Nährstoffe. Also ich kann ganz zufrieden sein mit einer einzigen Pflanze, die habe ich übrigens aus dem Baumarkt geholt und mal nicht selbst gezogen. Ich muss mal gucken, ob in dem Kürbis Körner drin sind und wie groß, ob man daraus was machen kann. Ich weiß auch nicht mehr, ob es eine Hybridpflanze war. Habe ich vergessen. Also so groß wie diese Pflanze ist, müsste ich eigentlich 20 Kürbisse dran haben und in Wirklichkeit sind nur 4 dran. Aber auch mit denen bin ich sehr zufrieden, weil ich hatte mal Hokkaidos mit ganz vielen Kürbissen. Ich konnte zum Schluss den Hokkaido nicht mehr sehen. Einfach hing mir zu den Ohren raus, gebraten, geraspelt und was weiß ich. Na, okay. Also schreibt mir mal, ob ihr auch so einen Nacktschneckenbefall habt, der euch ständig die Blüten wegfrisst. Also mir fällt nichts mehr ein. Ich war auch ständig draußen, habe geguckt, ob ich welche sehe. Ich sehe keine. Keine Ahnung, wie das kommt. Gut. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt mutig. Bis bald.